Damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Odyssey. Wir haben den Haupthof erreicht. Wir haben in der letzten Folge die Bluts besiegt und wir müssen jetzt den riesigen Parkturm hochklettern, der richtig crazy aussieht von hier. So. Abgestochen. Abgenommen. Was ist hier drin? Okay. Und keut euch. Nice. Ich persönlich bin Fan von Kreuz. Ich hätte auch gern selber einen Kreuzteich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu voll wäre, um so ein Ding zu pflegen. Außerdem habe ich keinen Platz dafür. Zack. Ein Mond für dich im Graben. Versunkener Schatz. Zack. Hier hoch. Kreuz sind schon schön die Fische, ne? Irgendwie die einzigen Fische, die ich. Oh Gott! Sticht er mich direkt an. Geht er gar nicht. So, zack. Tock, 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 tock. Specht des Todes. Brrr. Okay, jetzt sind sie hier. Weg mit dir. Und hüpf. Nice. Und hüpf. Und pling. Pling. Aha. Ich kratze ab. Den Mond habe ich aber gesehen, Mann. Könnt ihr nicht verstecken vor mir? Jetzt bin ich wegen dem Runterfallen gerade drei Leben losgeworden, die ich extra habe. Nein, nein, nein. Oh Gott, Schock. Der Teich hat mich gerade gerettet. Jetzt wollen wir noch schauen, ob hier unten was geht. Oder ob hier nur zum Reinkommen ist. Der Teich sieht echt nice aus. Vor allem, weil er quasi. Also ich glaube nicht, dass in Mario hier Glasscheiben dran sind, ne? Nee, sind es natürlich nicht, aber so was mit Glasscheiben in Real. Schon sick. Oh Gott, nee, der darf ja gar nicht ins Wasser. Also wenn du hier wirklich quasi so Infinity Edges hast an dem Teich, das ist schon nice. Also kurz zack, 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 damit ich kein Damage von euch krieg. Da guckt ihr blöd. Versteckte Korridor unter dem Boden. So. Und wieder rein ins Rohr. Ja, komme ich direkt hier oben raus. Ja, auch direkt ohne den Vogel, weil den brauche ich ja jetzt. Ach komm. Drüben sind wieder Münzen versteckt gewesen. Und da ist die komische. Ne? Das Viereck war da. Dieses. Weiß Bescheid. Ich weiß nicht, wie das heißt. Wow. Hey! Uncool. Zack, was könnte da unten? Da sind einfach nur Fahnen, die auf dem Wasser tanzen. Lava. Oh ne, nicht du schon wieder. Nee. Nee. Ah, tot. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte gerne dich haben. Danke. Hier geht's rum. Falsch, aber. Angst vor dem Viech, Mann. Ey, Mate. Ich gehe schon lange um die Dächer und habe mich wohl total verlaufen. Aber meinen ganzen Rumgeirre habe ich so einen komischen Mond gefunden. Mal sehen, ob er dir was nützt.
Schön, dich zu sehen, Captain Toad. Ja, das ist schon sick. Kling. So. Hier, die Dinger kriege ich nicht weg. Da unten scheint nichts mehr zu sein. Auf der Seite auch nicht. So. Zack. Ein neuer Mond für mich. Ah, jetzt weiß ich, wofür das Viech ist. Boah, da unten sind die Münzen. Hello. Nein, ich schon wieder. Ich kratze ab. Nein. Alter, Fliege. Ganz ehrlich, ne? Du gehst mir hart auf den Sack. Die sitzt jetzt auf meiner F2-Taste. Aber meine Tastatur ist mir zu gut, um da drauf zu boxen. First try. Easy. Jetzt hab ich dieses Viech wieder. Komm ran! Specht! Zack. Und die Mauer hoch. Das ist aber nicht euer Ernst. Hallo. Ding, 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 ding. Innere Mauer, so weit haben wir es schon geschafft. Wir müssen nur noch ein bisschen weiter klettern. Oder ist jetzt wie dieses Chicken Road Cross oder so. Aber ich will natürlich auch alle Münzen mitnehmen. Weil irgendwo muss man ja ein bisschen Schwierigkeit einbauen für sich selbst. Komm, ganz ohne wäre es schon einfach. Aber jetzt würde ich natürlich auch noch die lila Münze mitnehmen. Wobei ich jetzt schon ein bisschen, also so ein bisschen leicht bin ich enttäuscht davon, dass sich das Ding von den Münzen nicht bewegt. Das hatte ich jetzt schon erwartet, dass sich das wenigstens noch bewegt. Jetzt müssen wir hier nämlich mal gucken. Hier gibt es nämlich mehr als nur einen Weg. Ums Dach. Hier ist nichts versteckt. Doch, klar, Münzen. Was auch sonst, ne? Bam, 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 bam. Dann muss es auf der anderen Seite noch was geben. Da sind doch safe noch lila Münzen oder so versteckt. Zack. Irgendwas muss hier doch sein. Kann doch nicht einfach nix sein. Passt nicht zum Mario. Ja, guck, sag ich doch wenigstens ein paar Münzchen, ja. Aber das hätte zum Design gar nicht gepasst, wenn hier nichts, also gar nichts wäre. So. Okay. Das sieht aus, als würden wir gegen Bowser kämpfen. Und deshalb mache ich jetzt die Flagge am Fuß des Turms an. Da wir jetzt 10 Minuten haben, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.